Hallo, ich meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier in Sachsen. Jetzt Player. Wir schauen uns den Fortschritt E516B-Package an. In diesem Package enthalten ist der Fortschritt, das Schneidwerk und der Schneidwerkswagen. Der Fortschritt kostet einmalig 15.000 sowie 50 Euro am Tag. Das Schneidwerk 4.000 sowie 1 Euro am Tag und der Schneidwerkswagen 1.000 inklusive 5 Euro am Tag. Der Schneidwerk hat eine Arbeitsbreite von 8 Metern. Auf dem Bild steht 7,6 Meter. Okay, was stimmt nun? Und der Fortschritt an sich hat 7500 Liter Tankvolumen. Das Ganze kommt wieder von von TSL Modding, beziehungsweise dort vom Forum. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Modell und Textur. Ja, hier haben wir den guten Fortschritt. Ja, jeder, den Fortschritt jetzt nicht sagt, das waren auch damals die Ostmaschinen, nenne ich es jetzt einfach mal, die in der DDR halt aktiv waren in der Ernte. Sieht vom Groben her schon mal gar nicht so verkehrt aus. Allerdings das gleiche Problem wie bei den Class Mega von TSL, die Textur ist alles andere als hochauflösend, ebenfalls an vielen Stellen. Wir haben ja zum Beispiel vorne das, Moment, hier, das Fortschritt-Logo, das kann man absolut, also das kann man erahnen, dass es das ist, ja, aber das war es dann leider Gottes auch schon. Ansonsten sehen, hoppala, ansonsten sehen hier die Lichter etc. pp. In Ordnung aus, auch die Reifen sehen in Ordnung aus. Sag mal, so das Problem ist es ja jetzt an sich nicht, muss man kurz hier aus dem Flugmodus raus, aber man hat zum Beispiel hier wiederum Stellen, wo vielleicht Warnhinweise, Sicherheitshinweise oder allgemeine Hinweise sind, die kann man halt gar nicht erkennen, weil es einfach nur vermatscht ist. Dafür kann man hier durch die Leiter ohne Probleme hoch in den Motorbereich bzw. hier in den Korntank zu blicken, das sieht wie gesagt wiederum in Ordnung aus, hinten kann man auch hier unten drunter gucken. Zum Strohschwad bzw. zur Ablage. Dann haben wir jetzt hier oben zum Beispiel Fortschritt E516B. Wie gesagt, ist leider gerade alles andere als hochauflösend. Ich meine, gut, Fortschritt alte Maschinen, die müssen nicht niegelnagelneu aussehen. Ja? Das verlangt ja im Endeffekt keiner. Hat man jetzt zum Beispiel hier am Schneidwerk allgemein gesehen, das korrosiert hier teilweise, beziehungsweise soll es, denke ich mal, darstellen beim Schneidwerkswagen. Das gleiche in grün, allerdings kann man trotzdem mit hochaufgelösten Texturen immer noch diesen alten Charme, nenne ich es jetzt einfach mal, erzeugen. Im Innenbereich hier haben wir teilweise halt so ein Mischmasch, das, was ich halt damit meine. Draußen ist von Hochauflösung gar nichts zu sehen. Hier hat man wenigstens an der Armatur, auch wenn es nur Bilder im Endeffekt sind, ja. Man kann es aber erkennen, ja, was es ist, ja. Es ist scharf, es ist nicht verwaschen. Find leider Gottes immer wieder sowas schade. Dass es im Allgemeinen den Mod so runterzieht. Ah, naja, gut, was will man großartig machen? Es gibt vier Modelle und sechs Toren, denen sind auch nur 3 von 5 Sternen. Kommen wir mal zu den Funktionen. Neben den LS15 Standard, wie Rundumleuchte, normales Fahrtlicht, aktivieren mit 1xF, 2xF vorderes Arbeitslicht, 3xF hinteres Arbeitslicht und 4xF das Ganze wieder aus. Das hintere sowie vordere Arbeitslicht kann jeweils mit der Taste Num 6 bzw. Num Nummer 5 dazugeschaltet werden. Das Rohrfahrt hier stinkt normal über U aus. Die Strohschwadablage aktivieren bzw. deaktivieren tut ihr mit der Komma-Taste. Aufklappen müsst ihr hier beim Fortschritt nichts, er ist sofort wieder, ist dementsprechend einsatzbereit. Meist gibt es dafür noch nicht. Spiegel gehen leider Gottes nicht, das ist schon ausprobiert und hat halt auch eine Maximalgeschwindigkeit von 21 km/h. Ich muss sagen, der Motorsound gefällt mir. Ja, und auch der dynamische Auspuffqualm etc. pp. Das sieht schon alles gar nicht so verkehrt aus. Wie gesagt, Rundumleuchten gehen auch. Lichtskript ist auch mit verbaut über Num 2, Num 1 und Num Nummer 3. Bremslichter hat er dementsprechend auch. Rückwärtslichter nicht. So, würde ich mal sagen, gucken wir dem Baby mal bei der Ernte zu. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Mit B einschalten. Und da hört ihr jetzt schon, wir haben einen neuen Sound dazu bekommen beim Ernten. Ist an sich ganz schniegel. Ich habe jetzt einen Strohschwart drin. Jetzt wollen wir das Ganze mal häckseln. Sieht das so aus. An sich gar nicht so verkehrt. Der Zusatzsound beim Dreschen. Gut, das muss jetzt, ich sag's immer mal, Geschmackssache sein für ein paar. Mich stört es jetzt nicht. Ich finde es eigentlich recht interessant. Beziehungsweise eigentlich ganz cool. Mit 10 km/h macht er jetzt hier stinknormal seine Arbeit. Wir sehen von hier aus natürlich nichts, aber wir können oben reingucken. Der Korntank wird befüllt.
Wenn ich einen Helfer aktiviere, fährt der Helfer auch. Dafür ist dieses Geräusch dann weg. Hinten natürlich auch noch stinknormal die Kupplung mit dran, dass wir auch den Schneidwerkswagen so transportieren können. Er nimmt auch die komplette Breite als Helfer mit ein. Das ist alles ganz schnieke. Ich finde es halt schade, dass die Spiegel nicht funktionieren, aber das ist leider auch schon der einzige Aspekt, der hier fehlt. Und deswegen gibt es auch, da es verkraftbar ist, für Funktionalität von 5 Sternen. Kommen wir mal zum Lok. Den ihr hier seht, hier haben wir wiederum den Fortschritt 650p, i3D wird geladen. Und oben ebenfalls, es gibt wieder Probleme, weil er gewisse Fruchtsorten nicht findet. Das sind Sunflowers, Wad und Ray. Also dementsprechend noch die Multifruchtsorten aus dem 13er. Da sieht man halt dementsprechend auch, dass er konvertiert wurde. Sind halt nicht drin, hauen halt dementsprechend die Fehler raus, sind aber nicht spielrelevant. Somit gibt es auch für Lokfehlerfreiheit 5 von 5 Sternen. Persönliche Meinung bzw. Performance, ja, von der Performance, Polygon und V-RAM, gut, da brauchen wir jetzt nicht großartig zu diskutieren bzw. zu reden. Das ist alles im Rahmen des Möglichen, ohne Probleme. Von der persönlichen Meinung her, ein sehr schöner Fortschritt. Mal gucken, ob wir den, naja gut, in irgendeinen Let's Play vielleicht unterbringen können. Falls wir irgendwann wieder ein All-Times vielleicht einen 15er machen, ist er auf jeden Fall mit dabei, so wie steht er schon mal fest. Ich finde es halt, wie gesagt, nochmal um die Textur schade, wie beim Class Mega, auch wenn man die Textur nochmal auffrischen könnte, vielleicht noch ein paar frische Skripte mit reinbringt, dann wäre es ja eigentlich ganz schnieke, oder? Naja, somit gibt es insgesamt auch für Performance bzw. persönliche Meinung 4 von 5 Sternen. Somit kommen wir auf ein Gesamtergebnis von 17 von 20 Punkten. Das Ganze durch 4 ist 4,25, also eine Gesamtbewertung von 4 von 5 Sternen. In dem Sinne, wollt ihr euch nochmal downloaden, Link der Videobeschreibung beim Modder bedanken bzw. eben Verbesserungsvorschläge für die nächste Version dalassen. Beachtet, es ist hier wieder TSL-Forum, ihr müsst euch registrieren, um auf den Mod zugreifen zu können. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Bis dann, haut rein, ciao, ciao.